Hello there. Was ist eigentlich die beste Armor? Kann ich dir aktuell nicht sagen. Potenziell wieder wie jetzt im letzten Wipe, die Redot wahrscheinlich. Bam. Ich habe die andere Seite aufgetreten. Das glaube ich dir nicht. Okay, ich habe den Schlüssel nicht. Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich Markdrum looten wollte, ohne Markdrum zu kaufen. Das war auch nicht sehr smart. Ja, okay, das ist schwierig. Also, man kann das versuchen. Mhm. Aber meist, naja. Wird nichts. Ja, oder wir pushen jetzt einfach die Person, die jetzt gerade Markdrum aufgeschlossen hat. Dann los. Und dann finden wir dann noch 5 Red Keycards. Ich bin tot. Okay. Denn die Person hat nicht den Markdrum aufgeschlossen, sondern sitzt in einem Fenster im Dreier-Dorms. Hm. Ja, super. Zwei, Alter. Du hast beide, ja? Geil. Naja, nur einen. Ja, aber also, du musst es auch als Chance sehen, Nico. Ja. Jetzt kannst du dir einen Market Key kaufen. Nice. Let's go. So, jetzt 5 Red Keycards war das, ne? Ne, eine. Achso, okay. Ich hätte auch 5 genommen, so ist nicht. Okay. Aber ich habe so ein mieses Kratzen im Hals seit ein paar Tagen, ja. Oh, das ist schon was. Ne Mutant. Klingt so, ne? Holy shit. Ich mache das wie ein Einhorn. Der Emma mit der Nate. Okay, nice. Ich hab heute auch schon eine gespielt. Okay. Da ist drin, drin scheinbar. Hast du den? Hat Hits. Hab ihn. Okay, sorry. War im Weg. Alles gut. Ach, hier drin. Oh ja. Ja, das hat mich auch ein bisschen verwirrt. Dreier-Dorms, Digga. Ich wollte es nämlich auch sagen. Hast du den auch eher in der Dreier gehört? Ja. Hast du beide umgebracht? Nö, nur einen. Du hast die Mutant umgebracht. Nice. Die nehme ich mit. Das ist meine. Wir müssen übrigens weiter. Ja, stimmt. Für die Red Keycard. Sonst wird das wir nichts. Sind hier falsch. Aber nicht. Außen. Ja, Busch. Digga. Hä? Ich bin tot. Hm. Ja, war wieder ein dummer Peak. Mich hinstellen mit einer Packer ist halt. Verlierst du halt, ne? Das wird nicht gut ausgehen. Egal wie wir es machen, das ist scheiße, Mann. Ich weiß ja leider nicht genau, wie viele es sind, was es ein bisschen schwieriger macht. Ach ja, ich heiße jetzt die Twisted TV, ne? Done.
heißt, ich muss im Endeffekt jetzt dumm schnell spielen, um den Kollegen da hinten, der White Peaked, zu holen. Weil sonst sieht's das im Stream. Ungefähr so. Bro, was? Was denn? Ist ja dirty as fuck. Hä, was denn? Was? Was war das für ein widerlicher... Achso, dass der dagegen durchgesprungen ist, oder was? Hat sich halt irgendwie angeboten, ne? Well, war das so eine Schelle, Alter? Und die Frage ist, ist der Spieler... Ist das ein Spieler da draußen? Mit dem Busch, oder ist das... Oder ist der... Okay, das war nett. Der arme, Alter, oh Mann. Ich glaube, der eine, der war so ein bisschen... Der eine, den ich jetzt gerade am Ende gekillt habe, ich glaube, der war so ein bisschen gegierter. Der wollte seinen Mate wahrscheinlich so ein bisschen durch Dorms lotsen. Holt mich ab, der Name. Warum typt ihr? Timet ihr euch alle gerade aus, weil ihr seinen Namen schreiben wollt? Und Juan einfach auf der Timeout-List ist? No fucking way, ernsthaft? Das ist ein bisschen ein Meme. Du bist unten in der 1 gestorben, ne? Ja, ich sitze an der Treppe. Kannst einfach liegen lassen, passt schon. Das war eine coole Runde, Mann. Das war ein cooles PvP. Schön auch aktives PvP. Und die Spear ist ein Monster, Mann. Können wir mal ganz kurz darüber reden, was die für ein Monster ist? Ich habe ja immer gesagt, dass es die zweitbeste Waffe im Spiel ist, ne? Weil natürlich auch Preis-Leistung bei der Waffe nicht so wirklich stimmt. 100%. Aber, Bro. Close Range, 25 Bullets. Holy shit. Ich verstehe schon, warum viele Leute sagen, dass die Spear wirklich so die beste Waffe im Spiel ist aktuell. Der Build ist halt auch nice. Schön so ein bisschen auf Ego, auf Ergo getrimmt, Hybrid-mäßig. I like it. I like it a lot.